Erst vor wenigen Tagen durften wir uns das neue Watch Dogs 2 in Paris angucken und haben wieder jede Menge neue Infos für euch herausfinden können. Diesmal wollen wir die Themen Waffen und Geld beleuchten, die auch beide miteinander verknüpft sind. Bei Watch Dogs 2 seid ihr als Spieler mit dem Hacker Marcus Holloway in San Francisco unterwegs und habt dabei auch Zugang zu einem sogenannten Hacking Space, also ein versteckter Ort, an dem ihr euch mit anderen Hackern treffen könnt. Hier steht euch auch der 3D-Drucker zur Verfügung, mit dem man verschiedene Waffen erstellen kann. Doch wie genau funktioniert das System dahinter eigentlich? Ursprünglich hatten die Entwickler geplant, dass man für jede Waffe auch erstmal die Baupläne finden muss. Doch schnell stellte man bei Spieletests fest, dass dies extrem viel Zeit in Anspruch nahm und so der Spieler viel zu sehr vom eigentlichen Spiel abgelenkt wird. Also beschloss man, dass die Spieler direkt von Anfang an auf alle Waffen zugreifen können. Allerdings braucht man dafür auch das nötige Kleingeld. Wir wollten, dass sich ein Spieler auch schon direkt am Anfang das Ziel setzen kann, zum Beispiel ein leistungsfähiges Scharfschützengewehr zu erlangen. Das ist kein Problem, er kann dann direkt anfangen, Geld zu sammeln auf die Art, die er möchte, und kann sich sein Scharfschützengewehr auch schon im Anfangsteil des Spiels kaufen. Wir haben das Spiel so ausgelegt, dass das nichts macht, das Spiel bleibt trotzdem herausfordernd. Aber wenn der Spieler das Spiel so angehen möchte und sein erstes Ziel so setzen möchte, wollten wir sicherstellen, dass er das auch kann. Ihr habt also dadurch noch einmal mehr die Möglichkeit, die Missionen auf unglaublich viele verschiedene Arten zu spielen. Allerdings wird auch entsprechend viel Geld benötigt, welches im Spiel natürlich auf verschiedene Möglichkeiten besorgt werden kann. Ganz naheliegend ist da sicherlich erstmal das Thema Hacking, was euch als Spieler die Möglichkeit gibt, im Spiel Leute zu hacken und so an die unterschiedlichsten Summen zu kommen. Aber es geht auch anders. Wenn man die Spielwelt erforscht, wird man gesperrte Bereiche finden, die von Wachposten besetzt sind, manchmal sogar von Kriminellen, manchmal aber auch nicht. Wenn man dort reinkommt, kann man verstecktes Geld finden. Es gibt also große Geldbelohnungen, jedoch verknüpft mit der Herausforderung, sie zu finden und in diese Bereiche rein und auch wieder mit dem Geld rauszukommen. Außerdem kann man zum Beispiel an Rennen teilnehmen, bei denen der Gewinner dann Geld bekommt. Es gibt also eine Menge Arten, Geld zu verdienen. Der Spieler entscheidet, welche er wählt. Somit ist klar, es gibt auch beim Thema Waffen und Geld eine Menge Abwechslung im Spiel, was euer Abenteuer in San Francisco noch cooler machen wird. Ab dem 15. November geht es dann los, dann erscheint Watch Dogs 2 für die PlayStation 4 und für die Xbox One und am 29. November geht es dann auch auf dem PC los. Wenn euch dieses Video gefallen hat, freuen wir uns wie immer über ein Like und gerne dürft ihr uns auch weiterempfehlen. Bis zum nächsten Mal. PS4 for the players.